Ist ja auch nicht jeder mit dem Fahrstuhl abgestürzt, der hinterher trotzdem Bart genommen hat, auf dem Boden Tetris gespielt hat. Also, ich weiß auch nicht, wo das Problem liegt. Hallo, meine Lieben, herzlich willkommen hier bei Game for Life mit der Conny und wir spielen heute Stockwerk 7. Ja, es ist ein deutsches Horrorgame. Ich habe es bei Ritchie gesehen. Ich habe in die ersten 3 bis 5 Minuten reingeguckt und dachte mir dann. What she said. Okay, wir gehen rein. Macht euch euer eigenes Bild. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wo fahren wir wohl hin? Kannst mir nicht erklären. Wohin wir anhalten? Stockwerk 3 vielleicht? Da wären wir. Siebter Stock. Dann schauen wir uns mal um. Dies ist eine Wasseraufbereitungslage, liebe Kinder. Lasst uns doch mal eine kleine Runde drehen, um zu verstehen, wie unser dreckiges Toilettenwasser wieder trinkbar gemacht wird. Okay, ich muss Oh, die Performance von dem Spiel ist unglaublich schlecht, es tut mir leid. Ich sollte schauen, ob ich alles dabei habe. Mann, es ist ja sowas von hakselig. Moment. Meine Kamera läuft super flüssig, also es ist das Spiel. Ah ja, okay, ist ein bisschen besser. Sieht nach frischem Bauschutt aus. Und steht auf Englisch, das lasse ich mal so. Ja? Für alle anderen Menschen, die nicht aus Deutschland sind. Merkwürdig. Ich dachte, die letzten Baumaßnahmen sind Jahre her. Ja, was willst du denn überhaupt hier? Eins, drei, acht, null. Okay, das war falsch. Ja. Ich kann nicht rennen, ich kann mich auch nicht ducken. Was machen wir denn hier? Ich kann mir alles anglotzen. Hier gibt es jede Menge alter Bilderrahmen, aber ohne Bilder. Liebe Kinder, hier gibt es jede Menge alter Bilderrahmen, aber ohne Bilder. Was ist hier wohl passiert? Das erinnert mich so. Nur für autorisiertes Personal. Wer spricht denn so? No future. Ja. No future. Ein Sicherungskasten lässt sich so nicht öffnen. Ich brauche etwas, um ihn aufzubrechen. Eine Wohnungstür. Ja, jetzt sich die Wohnungstür angucken, du. Ach, jetzt habe ich mein Handy unten liegen gelassen. Was? Ohne Handy keine Fotos. Die Also bekomme ich nochmal nicht runter zum auf. Auto. Eine Wohnungstür. Was ist das? Ach so, mein Menü. Jetzt fällt ihm ein, dass er sein Handy im Auto vergessen hat. Ihr kommt hierher, weil warum überhaupt? Ich weiß es nicht. Und vergisst dann das Wichtigste, sein Handy. Um Fotos zu machen. Ein Loch, was in die Wand gerissen wurde. Das Loch sieht aus, als wäre etwas von außen durchgesprungen. Was geht hier vor sich? Naja, von außen kann er nicht sein. Da ist eine Mauer. Wie sollen da was von außen durchgesprungen sein? Da leuchtet was. Eine Wohnungstür. Ja, du sollst es eigentlich versuchen, Ich habe eine Wohnungstür. sie zu öffnen. Tut er aber nicht. Was ist das hier? Strahler. Okay. Da können wir wohl nicht viel machen. Gut. Kommen wir denn runter, um unser Handy zu holen? Werden wir gleich sehen. Aber wir müssen auch den Zahlencode irgendwie entschlüsseln. Okay. Was ist das hier? Da sagt er auch nicht mal was zu. Okay, komm.
Ach du Scheiße! Fuck! Fuck! Ich muss... Wo ist der Feueralarm? Ach so, hier, ne? Wollt ihr mich verarschen? Der ist nicht angeschlossen. Okay, ich muss mich beruhigen. Wie komme ich hier raus? Ja, das hat ja schon ein bisschen was Komödiantisches. Keine Ahnung. Was war das? Mal gucken, warte mal. Ist eine Zahl dran? Nee. Hier aber. 2. Vielleicht kommen wir darüber weiter. 2. Über die Apartment-Türen. Bricht es auf. Ist aber abgeschlossen. Verdammt. Okay. Ist nichts dran. Okay. Ich glaube, es könnte sein. Ein Kasten für irgendwas mit Strom. Könnte sein, dass wir darüber an die Zahlenkombination kommen. Warte mal, wir haben eine 2. Ich schreibe das mal auf jetzt hier. 2. Ist da auch nichts drauf. Junge Frau? Oh. Ach so, sie ist weg. Okay. Also eine 2, aber... Was ist das für ein Geräusch? 2. Ah, okay. Ich stehe keine Zahlen mehr dran. Das ist natürlich doof. Haben wir echt keine Taschenlampe? Nee. So, filmen wir mal hier. Was ist denn ein Schraubenzieher? Guck mal. Ein Schraubenzieher, ein Schraubendreher. Der könnte praktisch sein. Nägel, Pappkarton und mehr Kram. Ein blockiertes Fenster. Diverser Elektrokram. Kabel, Geräte, alter Plunder. Okay. Nehmen wir erstmal diesen heiligen Schraubenzieher. Er hat die 2 anscheinend damit nicht viel zu tun. Wenn irgendwo anders Zahlen dran stehen, kann ich damit ja nicht viel anfangen. Halt. Stopp. Halt, stopp! Ja. Um den Sicherungskasten aufzubrechen, benötige ich etwas Stabiles. Ja, haben wir. So. Da steht eine Nummer auf dem Zettel. 8. Da steht eine Nummer auf dem Zettel. 8. Mit 8? 8 geht es los. Wir haben eine 8 und eine 2. Okay, dann... Da steht eine Nummer auf dem Zettel. Irgendwo 8. Müssen noch Zahlen sein. Kann ich das aufbrechen? Sieht fest verschlossen aus. Nee. Die bekomme ich nicht. Eine Wohnungstür. Okay, die bekommt er nicht auf. 8 und 2 haben wir. Okay. Aber wo finde ich die restlichen Zahlen? Das ist natürlich doof. 2. Oh. Okay. Lässt sich so nicht öffnen. Ein leergeräumter Schrank. Oh mein Gott! Wohnungstür. Eine Küchenspüle mit dreckigen Sachen. Ja, weil ich glaube, das ist das kleinere Übel, oder? Also jetzt mal im Ernst, eine Kumpel. Alte Mikrowelle? Gibt's doch bestimmt was zu finden. Ein Küchentisch mit Zeitungen und Küchensachen. Ja. Besteck für 2 Personen? Ist der geistig behindert?
Ist der ein Alter mit einer jungen Stimme, der an Demenz leidet? Oder hat er so eine komische Persönlichkeit? Wer spricht denn so mit sich selber? Das macht doch kein Mensch. Ein Holzpferdchen. Ein geschnitztes Pferd? Ja. Moment. Das ist gar kein Holz. Nein? Dann nein? Was dann? Das ist Haut. Ein Aschenbecher mit einer angefangenen Zigarette. Ja. Diverse Holzspielzeuge. Ja, also das ist nicht aus Holz, sagst du, ja? Wie kann es sein, dass die Kerze brennt? Ja. Hier ist doch niemand mehr. Ja. Oder? Oder. Mach auf. Ja. Ah, ich bin doch drin. Okay. Ja. Dieses Gerausche. Oh, guck mal. Tape. Nehme ich mal mit. Vielleicht nützlich. Ja, nimm's mit. Mal mitnehmen. Es liegt eine Zahnbürste drin. Ja, und was Ausgespucktes. Blut? Ja. Ja, nun. Ja, komm, leider ist Pi. Nicht. Eine Klorolle. Das ist ein Riss. Aber noch keine weitere Zahl. Nee. Was machen wir jetzt mit Klebeband? Gute Frage. Was nach was sind? Toll. Es ist dunkel. Was denn? Verdammte Scheiße, was geht hier vor sich? Was ist jetzt auf? Werde ich die Tür nicht öffnen können. Nee. Ja, da leuchtet es irgendwo auf dem Boden. Nee, wäre zu aufwendig, das jetzt als Indiz für irgendwas zu nehmen. Okay. Mit welchem Hintergrund hast du denn jetzt an diesem Sicherungskasten rumgepopelt? Du wusstest doch ja nicht, was da ist. Das ist vollkommen idiotisch. Also hier muss irgendwas sein. Hier in diesem Gemäuer, hier in diesem Raum. Du sagst doch nichts dazu, ne? Zu der Frau. War nicht gruselig. Ja, ich nehme auch mal erst ein Bad. Wenn ich mit dem Fahrstuhl abgestürzt bin, ist mir auch mal danach erstmal baden zu gehen. Sie haben gesagt, ich stinke. Das ist nämlich diesen Kerzen hier. Ich irgendwie anzünden. Nee, da sagt er auch nichts zu. Ist ihm nicht zu kompliziert. Zieh mal ab. Oh, wenigstens das geht. Ist da was drin vielleicht? Er sagt auch nichts im Klo. Ja, ist halt ein bisschen doof jetzt, ne? Das ist eine Zahl. 6. Eine 6. Soll das eine Zahl sein? Ist das euer Ernst? Eine Zahl fehlt euch noch. Eins. Es ist eine 1. Ja? Okay. Okay, Moment, mal sagen. Mit 8 fängt es an, hat er gesagt, ne? Ja. 8. Ja, und dann? Mal von groß nach klein erstmal. 8,
Sechs. Sechs. Zwei, eins. Dann brauche ich. Zwei. Dann kann ich sie umdrehen, weißt du, und dann. Eins. Ah, richtig. Was denn das jetzt hier? Was ist denn hier passiert? Oh mein Gott, ich habe gerade Hesslers Deutsch aufgenommen. Das sind die gleichen Klebebänder. Original. Viele Kästen. Vermutlich Strom. Ich habe keine Ahnung, was diese Kästen machen. Ja. Ich sollte versuchen, die Tür zu öffnen. Mhm. Meinst du, du schaffst es? Damit könnte ich die Bretter lösen. Du schaffst es. This way. This way. Was heißt denn? This way. Wohin zeigt der Pfeil? Ja, dahin irgendwo. Hier. Rück doch mal die Palette ab. Bist du geistig behindert oder was? Jetzt. Haben Sie eine Grundschule besucht? Rück doch mal die Palette ab. Kann nicht schwer sein. Mein Gott. Ey. Willst du das damit abschrauben? Nee. Komme ich da durch? Vielleicht kann ich die Bretter lösen. Ja. Ja, mit dem Schraubenzieher geht es ja anscheinend nicht. Ich hätte auch gedacht, da ist es halt reingeschraubt. Ich sollte versuchen, die Tür zu öffnen. Mach halt doch die Fresse. Wonach soll ich denn jetzt suchen? Du Kasper. Wir sind doch schon eine ganze Weile jetzt hier. Und du warst nicht in der Lage, hier irgendwo ein Brecheisen zu sehen. Was willst du denn? Du machst mich fertig. Echt, Kumpel. Nur ist aber abgeschlossen. Ach, verdammt. Leco mio bella o casa. Können wir das jetzt aufmachen hier? Meine Wohnungstür. Nein, warum auch? Brich sie nur nicht ein. Ist ja auch nicht jeder mit dem Fahrstuhl abgestürzt, der hinterher trotzdem Bad genommen hat, auf dem Boden Tetris gespielt hat. Also, ich weiß auch nicht, wo das Problem liegt. Oh, shit! A ghost! You motherfucking ghost! I'm with that ass! I'm with that ass! Ein ganz normales Mietshaus. Die bekomme ich nicht auf. Halt doch einfach die Fresse. Diverser Kram. Ja. Ein Brecheisen, Kumpel. Ein Brecheisen. Bohrmaschine. Davon kann ich nichts gebrauchen. Nicht. Du kannst davon nichts gebrauchen. Nägel, Pappkarton und mehr Kram. Du kannst davon nichts gebrauchen, sagst du. Nichts. Die Tür nicht öffnen können. Ohne Werkzeug wird die Tür nicht öffnen können. Okay, vielleicht. Ja, okay. Okay. Hier, das war mir. Hier. Die Schranktür ist verschlossen. Lässt sich so nicht öffnen. Ohne Werkzeug wäre. Wenn du lang genug klickst, erfährst du die Antwort auf all deine Fragen. Na verdammt, jetzt ist der Schraubenzieher kaputt gegangen. Weil du der Hulk bist, oder was? Kann man das. Das hat das geklappt. Ist doch Schwachsinn. That just makes no fucking sense. I mean, this is just bullshit. Brecheisen. Das habe ich vergessen, wo wir einbrechen wollten. Hier, ne? Ach ja. Mach das ab da jetzt, komm. Ja, mach das jetzt weg. Mein Gott. Du Ständenhorst. Was jetzt? Ich kann mich nicht bewegen. Geh doch mal ein Stück zurück. Ernst August. Von Sachsen-Anhalt, ja. Die sieht echt gut aus. Die Grafik war top. Also das Spiel, ja. Okay, Spielzeit. Ja, ich habe ein bisschen gedauert. Tut mir leid. Ja, war nicht schlecht. Das Voice-Acting war halt echt anstrengend. Ich komme halt gerade
auch von zwei Games, die halt ein super Voice-Acting hingelegt haben. Ne? Dazu gehört Crimson Snow, genauso wie Do Not Open. Ne? Selbst Tesla Storage hatte, ja, also mir wäre es lieb, wenn sie das auf englischer Sprache machen könnten und deutsche Untertitel. Aber es nutzt ja nichts. Wenn der Deutsche Englisch spricht, klingt das genauso beschissen. Ja, es klingt nur gut, wenn der Rest der Welt Englisch spricht. Okay, trotzdem war es nicht schlecht. Ich war, hab mich schon erschrocken an manchen Punkten. Es war sehr flach, die Story. Wir haben unser Handy immer noch nicht. Wir wissen auch nicht, was jetzt passiert ist. Wollte sie Sex? Hat sie uns gefressen? Haben wir versucht wegzurennen? Oder sind wir wie so ein dicker kleiner Nerd zu Boden gestürzt und dann ist sie über uns hergefallen? Wir wissen es nicht. Wir werden es nie erfahren. Ich weiß gar nicht, ob es eine Demo war oder ein komplettes Spiel. Das seht ihr aber unten in der Videoinformation. Ich schreibe ja Demo meistens sogar mit dem Titel. Oh Gott, in diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne gute Nacht. Es ist die Tage zu einem neuen Let's Play. Schön, dass ihr hier wart. Macht's gut und bis dann.